Starschauspieler Will Smith steht nach der Oscar-Watschen mit dem Rücken zur Wand. Der Druck auf den Schauspieler vergrößert sich stündlich. Er versucht jetzt eine Flucht nach vorne mit einer Entschuldigungstour. Und natürlich hat er sich inzwischen beim Opfer des Handschlags ins Gesicht, dem Komiker Chris Rock, entschuldigt. Will Smith sagte, er wäre emotional gewesen aufgrund des Scherzes von Chris Rock über Will Smiths Frau, die an einer Krankheit, die zu Haarausfall führt, leidet. Deshalb hätte er emotional reagiert und etwas Falsches getan. Will Smith stellte klar, dass er seine Handlungen für falsch und völlig ungerechtfertigt hält. Er entschuldigte sich direkt und persönlich bei Chris Rock. Die Probleme sind damit bei weitem nicht ausgestanden, denn inzwischen hat die Academy, die Veranstalter der Oscars, eine Untersuchung eingeleitet über den Vorfall, der natürlich die ganze Welt schockiert hat. Will Smith ging hier auf Chris Rock zu und schlug ihm ohne Vorwarnung ins Gesicht. Diskutiert wird natürlich auch, ob Will Smith der Oscar aberkannt werden könnte. Für Will Smith selbst war es natürlich eine Katastrophe an seinem wahrscheinlich besten Tag seiner Hollywood-Karriere. Eben durch den Oscar-Gewinn für seine Rolle in dem Tennis-Drama King Richards. Jetzt ist alles überschattet, alles in Frage gestellt aufgrund des Gewaltaktes von Will Smith. Und man wird jetzt sehen, ob ihm der Oscar letztendlich aberkannt werden könnte.